Ah, muss ich genehmigen, ja. So, meine lieben Zuschauer, ich wäre jetzt gerne live gegangen und wenn ich das ab nächste Woche mit dem Zoom auch alles kann, so dass ich live gehen kann, dann hätten wir das live machen können. Weil als ich eben im Auto gefahren bin, habe ich das Thema gehört für uns heute und dann wäre live richtig toll gewesen. Aber so ist es auch toll. Ich habe heute den Heiko Luther zu Gast, weiß gar nicht, wie ich das verdient habe, genieße es aber sehr und befrage ihn jetzt zu allem rund um Entscheidungen, Vaterschaft, Trennung, keine Ahnung. Ach, ich hatte dich vorher gar nicht gefragt. Darf ich alles fragen? Ja, du darfst alles fragen. Ist immer wieder schön. Vielen Dank. Das ist auch schon sehr mutig, aber ich werde es nicht ausnutzen. Denn der Heiko ist für mich ein Vater der neuen Zeit. Ich beschäftige mich ja seit 32 Jahren mit Trennungen von Menschen und weiß, dass so einschneidende Erlebnisse immer Gelegenheit für Veränderung sind. Ich habe den Heiko, den habe ich jetzt auf dem Schirm seit, keine Ahnung, 3, 4 Jahren, weiß nicht so genau. Schon länger. Und finde die Entwicklung, die er genommen hat, ziemlich toll. Und ich hoffe, dass er euch was erzählen kann, was ihr dann mir vielleicht nicht glaubt. Heiko, sag mal was zu dir. Also vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe da sehr, sehr gerne zugesagt, weil es ist doch eine Herzensangelegenheit, eben dieses Thema, um da auch diesbezüglich meine Erfahrungen weitergeben zu dürfen. Danke, danke vielmals. Sehr, sehr gerne. Der Heiko ist also ein Patchwork-Vater. Ja. Und als solcher hat er, ich weiß nicht, vor einer Woche oder 2 Wochen einen Post gemacht oder 3, keine Ahnung, den ich gesehen habe, wo ich so gedacht habe, oh, ich frage jetzt einfach. Ich frage jetzt einfach, ob er bereit ist zu sprechen, weil das ist, du hast den Post gemacht und hast schon etwas geschrieben, was 2018 war. Und jetzt haben wir ihn nur 3 Jahre später und es ist schon völlig utopisch aus deiner Sicht, glaube ich, ne? Was dir da passiert ist. Und deswegen ist das ein Mutmach-Podcast und auch mal ein, ich glaube, es regt auch an vielleicht zur Ehrlichkeit. Der Post lautete, Heiko, du hast das besser im Kopf, auch nicht? Ah ja, doch, gerne. Also es war, als ich die Situation damals ereignet, hat sich doch tatsächlich 2013 eben ereignet. Und in dem Post ging es einfach darum, dass ich einfach mal ganz authentisch erzähle, in welcher Situation ich eben war, auch im Verbund mit meiner großen Tochter zu mir. Ich habe eine inzwischen 15-jährige Tochter aus erster Ehe, ja. Und bin jetzt mit Miriam Köppel verheiratet, habe eine 5-jährige Tochter, die Anna, und einen 1,5-jährigen Sohn, den Noah. Genau. Ich war damals in einer ganz spannenden Situation. Es war die Trennung mit meiner Ex-Frau damals. Und dann bin ich nach München gezogen und dort war es immer so, dass wir alle 2, 3 Wochen halt eben immer Papa-Wochenende war und ich eben mein Kind abgeholt habe. Wie weit war die Entfernung? Die Entfernung war 300 Kilometer. Ist ja schon was, also ne? Von München bis Unterfranken, genau. Und es war so, dass Celine, meine Tochter, damals eben sich so wahnsinnig auf mich gefreut hat. Endlich wieder Papa-Wochenende. Wir fühlen uns sehr verbunden miteinander. Und in mir war so, oh wow, ich freue mich auch so mega, sie zu sehen. Und wir haben unter der Woche schon telefoniert und ausgemacht, was wir doch am Wochenende Schönes machen konnten. Und gleichzeitig war so ein Unwohlsein eben in meinem Bauch, weil ich einfach damals in einer schwierigen finanziellen Situation war. Bekomme ich die Provisionszahlung? Kann ich mir denn überhaupt das Spritgeld leisten, um meine Tochter eben zu holen? Und wusste einfach nicht hundertprozentig, ob es klappt. Ja? Meine Tochter und ich haben uns so von Montag bis Donnerstag jeden Tag, waren wir in Kontakt, haben erzählt, was wir alles machen könnten.
Und die herzzerreißende Situation war einfach dann die, dass ich am Freitagmorgen meiner Tochter am Telefon mitteilen musste, dass ich sie leider nicht abholen kann, weil ich das Geld zum Spritgeld nicht habe. Und damals war die wie alt? Celine war damals 8 Jahre. Ja. Okay. Genau. Und und da ist was passiert, wo ich sagen kann, wow, das ist ein Schmerz gewesen, der sehr, sehr wehgetan hat. Warum? Weil ich ihr sehr wehgetan habe in dem Moment. Sie hat sich so auf mich gefreut und sie war maßlos enttäuscht von mir, war traurig, dass wir uns eben nicht sehen konnten. Und das war herzzerreißend für uns beide, für Celine und für mich, diese Situation. Und und da war es in mir, aber gleichzeitig auch was entstanden, wo ich sage, wow, genau die Situation, hier habe ich so unbewusst schon mal, später wurde es mir bewusst, so einen Samen gesetzt von irgendwann im Leben werde ich mal viel, viel mehr haben, mehr von allem, mehr finanzielle Möglichkeiten, einfach Reichtum leben, Fülle leben, um genau Dinge erleben zu dürfen mit meiner Tochter, wo sie einfach Lust drauf hat, wo sie Bock drauf hat. Ja, also hier ist schon ein ganz, ganz essentielles Warum in mir praktisch entstanden. Und ich glaube, wäre diese Situation von damals nicht passiert, wäre ich heute vielleicht nicht an dem Punkt, wo ich eben bin. Ja? Also war es im Nachgang für meine Tochter natürlich jetzt, was sie sehr davon profitiert und für mich, war da ein Riesengeschenk, was du natürlich auch erst in Zukunft dann eben so sehen kannst. Aber in der Gegenwart war es ein sehr, sehr schmerzhafter Schicksalsschlag für uns beide. Ja. Wie war die Beziehung zu deiner Ex damals? Die Beziehung zu meiner Ex-Frau, muss ich sagen, war gut. Sowas geht nie spurlos und emotional, eine Trennung aneinander vorbei, auch für meine Tochter nicht, für Celine eben nicht. Und ich muss sagen, dass wir es echt gut gemeistert haben, im Sinne des Kindes auch, immer geschaut haben, dass das Kind nicht darunter leidet. Und da bin ich meiner Ex-Frau sehr, sehr dankbar, weil aufgrund dessen, dass ich damals, sage ich mal, noch mit wenig Selbstwert, Selbstliebe unterwegs war und auch relativ unbewusst, sage ich mal, unterwegs war, habe ich doch einige Dinge da getan, um dass die Trennung eben auch stattgefunden hat. Und ich habe sie sehr verletzt und sehr wehgetan. Und deswegen ist es ihr oder auch uns dann im Ganzen eben umso schöner anzurechnen, dass wir es doch relativ im grünen Bereich gelöst haben miteinander. Wie war die Situation, die finanzielle Situation der Mutter? Mhm. Also bei der Trennung, ist da viel Geld hin und her geflossen oder war das eine autarke Frau? Nein, also da ist schon Geld hin und her geflossen, sage ich mal. Aber es war jetzt halt auch bei ihr im Endeffekt so, dass sie genauso finanziell unter dieser Trennung gelitten hat, wie ich eben unter dieser Trennung auch gelitten habe. Ja. Weil da möchte ich gleich nachher noch hin. Ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es immer noch viel zu viele Frauen, die sagen, ja, ich kriege jetzt ein Kind und irgendwie bin ich dann schon versorgt, was ja völliger Quatsch ist. Und das bringt für die Männer, glaube ich, einen ziemlichen Stress. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich eben auch so, dass das für die Männer sicherlich auch Druck auslösen kann, um jetzt kreieren zu müssen. Ich muss sagen, dass ich mit meiner damaligen Frau den Vorteil hatte, dass bei all der Verletzung, was eben trotzdem da war bei ihr, dass sie immer trotz auch geschaut hat, dass sie zu ihrem kommt, aber es nie bis aufs Letzte ausgereizt hat. Und hier ist so dieses, alles, was ich gebe, kommt im Leben wieder zurück. Also das bekommt sie natürlich heute doppelt und dreifach und viel, viel mehr eben zurück als im Vergleich zu damals natürlich. Aber warum? Das hat sie sich auch kreiert, weil sie es nie bis aufs Letzte ausgereizt hat. Und das ist natürlich wunderbar. Ja.
weil also das fällt mir tatsächlich auf, dass viele Väter Burnouts und so weiter aufgrund mangelnder Kommunikation und auch zu viel, das ist Bert, mein Kanarienvogel, zu viel Verantwortungsgefühl bei den Vätern, sag ich mal. Also die Väter haben zu viel Verantwortungsgefühl, was das Finanzielle angeht, und die Mütter haben für meine Begriffe zu wenig. Mhm. Also ich habe ich komme jetzt gleich auf den Namen hoffentlich gesprochen, die jetzt so, weiß ich nicht, wie viele Millionen zusammen hat und ist jetzt so Anfang 30 und sagt, jetzt denke ich dann über Familiengründung nach. Und weil auf jeden Fall möchte ich meinen Kindern alles ermöglichen können und ich möchte nicht wegen irgendeiner Abhängigkeit mal irgendwelche Entscheidungen treffen, die ich eigentlich so nicht treffen möchte. Ja. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also was natürlich der Auslöser bei mir war, warum ich jetzt auch ein Leben in Wohlstand und Fülle führe, es war im ersten Step meine Tochter, also dieses Warum, ja, dass wir einfach Wahlmöglichkeiten im Leben haben, ja. Und es war so, dies war das Warum und es war so, da hier wurde der Samen gesetzt und daraus habe ich kreiert. Und weniger aus diesem Druck heraus, ich muss jetzt, weil Druck im Leben einfach ist es nicht. Eine Mangelenergie weniger gut funktioniert. Also es ist ja auch beides da. Den Druck machst du ja selber, der ist ja nicht von außen. Mhm. Ja, ja, absolut. Also wenn man das dann mal so bewusst betrachtet. Absolut. Okay, ja. So. Und dann haben wir also die Frau, die sagt, also ich will auf jeden Fall auf der in Anführungsstrichen sicheren Seite sein. Ich will auf jeden Fall eine gute Zeit mit meinem Kind haben. Und dann läuft die also rum mit ihren, so heute, ne? Mit ihren, ich weiß nicht wie viel Millionen. Und dann kommt dann so ein Prachtlachs wie mein Sohn und sagt, ja, wer will die denn heiraten? Weil der halt ein paar Jahre jünger ist. Und tatsächlich wird die Luft dünner, glaube ich, in so einer Situation. Ne? Ja, also spannend. Also du meinst im Endeffekt, dass es dünner wird für die Frau, den richtigen Mann zu finden. Genau. Ich wollte es jetzt nicht so deutlich ausdrücken. Okay. Also die Auswahl schrumpft. Ja, also es ist spannend. Ähnliches hat man praktisch Miriam prophezeit oder meiner Frau Miriam Köppel halt eben früher schon gesagt. Sie haben mir gesagt, hey, du schaust gut aus, du bist erfolgreich und ich kenne deinen Anspruch an Mann. Ja. Glaubst du wirklich, dass es diese Männer da draußen gibt? Ja. Und ich glaube, wenn man ein Bild von einem Mann hat, wo man gerne manifestieren möchte, ja, dann ist auch die Möglichkeit da, genau diese Person zu manifestieren, wo auch perfekt zu der Frau passt. Okay, dann, dann backen wir uns den. Das ist dann für Fortgeschrittene. Genau, dann packen wir uns den. Ah, sehr schön. Ja, okay. Kann man auch so. So kann man es auch sehen. Ja. Jetzt hier kommen wir nochmal zu diesem Väterreport. Da sind noch so ein paar Sachen drin, wo ich glaube, dass du da auch ganz gut was zu sagen kannst. Das neue Leitbild lautet aktive Vaterschaft. Nun lebt ihr ja ein Leben, wo das mit der Arbeitszeit und dem, alles, wie lebt ihr so? Erzähl das mal, weil das, wenn du so sagst, dein Warum sind die Kinder oder ursprünglich mal nur Celine und jetzt mehrere. Du lebst das ja. Mhm. Also für mich würde ich sagen, bist du echt ein Vater der neuen Zeit, weil ich meine, wenn man Kinder in die Welt setzt, dann will man doch auch als Mann was davon haben. Die werden ja so schnell groß. Absolut. Ja, ja, das sehe ich natürlich auch meiner großen Tochter, wie schnell die Kinder groß werden. Ich würde mal sagen, nach der Trennung von meiner Ex-Frau und auch dem Thema dann mit meiner großen Tochter, ist in mir weiteres entstanden, so
dass ich nochmal alles richtig machen werde. Ja, also richtig machen werde, unter anderem auch Zeit für Kinder zu haben oder Zeit für die Frau zu haben oder einfach nochmal eine Familie gründen, wo ich als Papa nochmal alles richtig machen werde. Damals hatte ich das Gefühl gehabt, dass ich als Ehemann und als Papa total versagt habe. Ja? Und hier ist in mir so auch aus diesem Gegenteil heraus, wie will ich's haben, einfach entstanden, ich werde nochmal alles richtig machen. Und auch da, wie gesagt, wurde der Samen oder der Keim gesetzt, warum ich jetzt in der Situation bin, wo ich eben bin. Und hier ist es natürlich unterschiedlich zu betrachten. Ich habe auf der einen Seite Celine, die in Unterfranken lebt, und ich lebe viel hier auf Mallorca und in der Schweiz. Und da kann man sich natürlich auch nicht so oft sehen. Ich fange mal mit meiner großen Tochter an. Sie kam zu mir oder hat mir letztens eine Sprachnachricht hinterlassen. Ihr Leben hat sich natürlich auch verändert, inzwischen mit Freund, und da gibt es andere Prioritäten im Leben in diesem Alter, wenn man 15 ist, als vielleicht auch der Papa. So, dass wir uns momentan in den Ferien sehen, ja, und gelegentlich mal zwischen den Ferienzeiten, aufgrund dessen, dass da eben auch noch Schule ist. Aber sie hat einen entscheidenden Satz gesagt, und das ist das, was wir verändert haben. Sie hat gesagt: Papa, weißt du was? Ich fühle mich so verbunden mit dir, dass ich dich überhaupt nicht vermisse. Und das hat nochmal so aufgemacht bei mir, weil es mir einfach nochmal zeigt, dass Liebe keine Distanz kennt. Ja? Und wir haben so ein Sicherheitsgefühl und so eine Verbundenheit zueinander, dass wir uns nicht vermissen. Ja, ich glaube, vermissen kann man immer nur was, wenn man das Gefühl hat, man braucht irgendwas. Ja, ist ja ein Mangel. Ne? Hm. Ist ein Mangel, genau, sehr gut. Und deswegen haben wir es so leicht und so angenehm und so schön und im Flow. Wir fühlen uns sicher, wir fühlen uns so verbunden. Und wenn gleich irgendwas wäre, wüsste sie, ich wäre sofort da. Genau, das meine ich nämlich auch, weil auch Geld ist ungeheuer wichtig, um so eine Beziehung zu führen. Denn wenn die zum Beispiel jetzt nächstes Wochenende auf die Idee kommt, sie würde dich gerne sehen, dann kann sie sich ins Flugzeug setzen, ne? Das ist genau der Grund, warum wir uns einfach für ein Leben in Fülle entschieden haben und uns auch kreiert haben. Weil es geht in erster Linie gar nicht um Geld an sich, um Millionen oder mehrere Millionen, sondern es geht darum, ich habe Wahlmöglichkeiten. Und die erleichtern einfach das Leben, wenn ich gewisse Wahlmöglichkeiten habe. Unter anderem zu sagen, hey, Celine, jederzeit kannst du herfliegen, ich bezahle es oder ich bin ruckzuck bei dir. Ja, was sogar so weit geht, wenn hier jetzt keine Flüge sind, könnte ich einen Privatjet nehmen und einfach schnell hinfliegen. Das ist sind diese Wahlmöglichkeiten, die mir dann halt eben solche Dinge erlauben. Ja. Ja. Und außerdem arbeitet ihr ja auch überwiegend online, richtig? Ja. Sodass du eben auch hinfliegen kannst und trotzdem arbeiten. Ja, genau. Also das ist der Vorteil an einem ortsunabhängigen Business. Genau. Ja. Also das finde ich schon ganz, ganz toll, weil ich glaube, dieses, klar, kommt alles von innen nach außen und so, aber trotzdem, das Leben bei der Mehrheit da draußen funktioniert andersrum. Also dieses, wenn man den Menschen nicht nur das Grundeinkommen oder wenn man ihnen wenigstens das Grundeinkommen geben würde, ich glaube, dass dann ganz viel mehr Lockerheit auch herrschen würde und dass man vielleicht auch auf den Geschmack des Geldes kommt. Also ich weiß noch, als ich bin ja jetzt 32 Jahre in dem Job, ne? Und mache es jetzt seit meiner eigenen richtig fiesen Trennung vor 8 Jahren ein bisschen anders. Da bin ich dann aufgewacht, ne? Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe dann noch eine ganze Zeit lang so weitergemacht wie bisher. Und irgendwann habe ich dann eine Anziehungskraft für Leute entwickelt, die sich nicht streiten wollten. Und dann funktionierte das auch bei mir. Und das war ja letztendlich das, was ich nicht wollte damals. Ne? Ich habe gedacht, das muss ja auch anders gehen. Ja? Und wenn man dann sieht, was man für Möglichkeiten hat, ganz leicht mit Geld, dann ist das Leben total anders, habe ich festgestellt. Also ich kann mir vorstellen, und das finde ich so wichtig, dass so Kinder so früh das schon feststellen. Also meiner wird jetzt bald 30,
Der hat Gott sei Dank viele Rosinen im Kopf, sodass alles, wo ich früher mal gedacht habe, ah, das geht doch nicht, dann sagt er, wieso nicht? Dann geht es halt später. Ne? Aber das sehe ich dann, oder hoffe ich dann auch, dass es meine Erziehung war, weil ich immer gesagt habe, ja, kann sein, aber glaube ich nicht, dass das nicht geht. Ne? Ja, schön. Also, ihr seid Miriam und du zusammen durchgestartet finanziell oder hat da einer, ist da einer vorgeritten? Also wir sind zusammen finanziell durchgestartet, aber Miriam, als wir uns kennengelernt hat, war schon in einer anderen finanziellen Situation wie ich eben und so richtig durchgestartet, also im Verhältnis zu dem, was da war, so richtig, richtig durchgestartet, sind wir zusammen. Ja, genau. Weil ich habe ja auch den Chris von Katharina und Chris interviewt vor nicht allzu langer Zeit. Bei denen kam es ja auch durch das Teamwork, ne? Ja, gemeinsam statt einsam. Ja. Und das finde ich etwas, weil ich mich ja nach 32 Jahren Scheidungsanwältin auch gerne mal damit beschäftige, was macht denn eigentlich eine glückliche Beziehung aus? Welche Garantien gibt es denn da? Oder welche, sagen wir mal so, Garantien gibt es natürlich keine, aber was ist ein wichtiger Meilenstein, weshalb es klappen könnte? Ja. Und ein gemeinsames Business ist schon, wenn man gleich bewegt ist, glaube ich, eine gute Sache. Ja, und glaube, dass das Grundsätzliches, also ein gemeinsames Business, ja, ist eine gute Sache, aber ein gemeinsames Business kann auch nur funktionieren, wenn Grundsätzliches stimmt. Also ich möchte mal so sagen, in meiner Vergangenheit, früher war ich eher ein Typ, der sich eher auf das konzentriert hat, was er nicht hatte, also so der Mangel. Und in den Beziehungen hat sich das zum Beispiel so widergespiegelt, dass ich nach meiner Verliebtheitsphase gewisse Dinge in einer Person gesehen habe, wo ich eher nicht so toll fand oder irgendwie, es war so sinngemäß, ach naja, mit ihr konnte ich jetzt zum Beispiel super Gespräche führen, aber irgendwie hätte ich gerne jemanden, mit der ich auch Sport machen könnte. Also dann ist so der Fokus auf das gegangen, wo ich eigentlich nicht hatte und wie funktioniert das Universum dann natürlich? Es geht auseinander, dann habe ich jemanden kennengelernt, wo halt eben mehr Sport macht schlussendlich. So, dann konnte ich toll mit der joggen gehen, ja, und das wunderbar toll mit ihr machen. Aber dann habe ich jetzt, dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, ach, irgendwie, ich weiß gar nicht, so diesen schönen Austausch, dieses Humorvolle, mit jemand lachen können und so, das konnte ich jetzt weniger mit ihr. Also habe ich wieder jemanden angezogen, wo ich lachen konnte, aber das mehr an der Oberfläche geblieben ist. Und dann habe ich wieder jemanden vermisst, wo, ja, wo ich diese tiefgründigen Gespräche, so, und dann habe ich vielleicht irgendwo den Fokus drauf gehabt, ach, aber im Bett soll es ja auch funktionieren. Und wenn du immer wieder diesen Mangel dann entwickelst auf Dinge, die du nicht in der Beziehung hast, darf man sich nicht wundern, wenn natürlich auch im Endeffekt dann die Beziehung nicht diese Dynamik und diese Energie bekommt, ja. Energie folgt der Aufmerksamkeit, also wo ist dein Fokus praktisch im Endeffekt und das wird natürlich dann mehr. Das war so der Grund, ich denke, wo ich halt viel probiert habe und nichts funktioniert hat, schlussendlich. Die Magie in der Beziehung zwischen oder jetzt in der Ehe zwischen Miriam und bei mir ist folgendermaßen, dass wir uns wirklich auf die schönen Dinge konzentrieren. Was macht Miriam gut? Was mache ich gut? Dass wir uns, ja, uns dankbar sind, ohne Erwartungen, was sie so besonders macht, was sie so toll macht, was sie so schön macht und sie das gleichzeitig in mich sieht. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, wir sehen uns oft nicht in unserem Gegenwärtigen, wie wir im Alltag wirken, sondern wir sehen uns, wer wir wirklich sind. Also wir sehen uns in unserer Größe. Und allein diese Energie heraus oder aus dieser Energie heraus miteinander zu sein, gibt der Beziehung, der Ehe nochmal eine richtig schöne, schöne Tiefe. Ja? Und aus dieser Tiefe heraus, oder sagen wir mal aus der Quelle der Liebe heraus, die dann natürlich entsteht, wird auf einmal, was du vielleicht früher noch bei Personen vermisst hast, verschwindet auf einmal.
ja, sondern es ist nur noch da, was da ist. Und das wiegt alles auf, im Grunde genommen. Und aus dieser, ich sag mal, Quelle der Liebe heraus entsteht so viel. Dann kannst du alles machen. Gemeinsam erfolgreiches Business machen. Ja, eine harmonische, wunderbare Familie haben, wo du sehr harmonisch mit den Kindern hast. Also da wird auch schon ein großer Baustein für die Kinder und für ihr Leben gelegt, wenn du solche Dinge schon vorher löst, sage ich mal, und die es nicht erst in den Beziehungen lernen müssen, wie ich das löse, sondern du als Eltern eben schon löst. Und ich glaube, das ist so einer unserer größten Geheimnisse, warum unser Leben, ich sag mal, so im Flow ist, ja, und genau solche Paare fühlen sich auch oft angezogen die wir halt auch inspirieren und mit uns diesen Weg gehen. Ja, also ich finde das immens wichtig. Meine Oberüberschrift ist ja immer glückliche Trennungskinder. Selbst wenn man sich trennt, dann kann man aber trotzdem noch sagen, also so ist das jedenfalls bei mir, der Vater meines Kindes hat immer so schön gesagt, Liebe macht schön. Du siehst dann einfach, du konzentrierst dich auf die Sachen, die passen. Und was willst du denn mit dem Rest? Warum beschäftigst du dich damit überhaupt? Also, wenn man nicht im Mangel lebt, das muss ich jetzt nochmal dazu sagen, weil wenn man im Mangel lebt, dann schafft man das. Manchmal, glaube ich, habe ich vollstes Verständnis für, dass man diese Linie dann nicht so beibehalten kann. Ja. Aber wenn ich dann weiß, was ich will, was ich von einer Beziehung erwarte und was ich da bereit bin, reinzugeben, dann zündet doch, dann ist das doch irgendwo wie ein Dynamo. Sehe ich das richtig? Ich meine, ich übe noch. Vielleicht passiert ja noch mal was, aber tatsächlich habe ich auch große Lust, glückliche Paare, so wie euch, zu interviewen mal, weil ich kann doch klasse aus dem Gegenteil lernen und mal sehen und sagen, wenn die anderen das auch geschafft haben, weil ihr seid auch so tolle Beispiele. Also ich habe ja mittlerweile, kenne ich ja so viele Beispiele, dass ich denke, okay, die machen aber das Gleiche. Ja, ich glaube, die Magie entsteht also erstmal komplett aus der Erwartungshaltung von anderen oder von dem Partner rauszugehen, sondern einfach so wirklich in der Präsenz sein, zu genießen, was ist wirklich das Schöne, einfach zu genießen. Und das fühlt natürlich auch der Partner und dieses offene Herz halt eben auch. Und ich glaube, wenn man das mal ausprobieren mag, wird man sehr, sehr schnell merken, wie eine Partnerschaft leichter wird und tiefer wird. Und mit tiefer meine ich eben auch öffnender im Sinne von auch in der Kommunikation anzusprechen, was einen beschäftigt, was einen Angst macht, was gerade Mindfuck-mäßig abgeht und solche Dinge gemeinsam dann auch transformieren zu können, gibt der Partnerschaft halt eben auch nochmal eine ganz, ganz tolle Tiefe. Ja. Weil du hattest nochmal eben mit Patchwork eben auch noch angesprochen. Ich habe das Gefühl, dass Patchwork auch, oder in unserem Fall, man es so gestalten kann, dass es für die Kinder ein riesen Mehrwert ist. Patchwork. Absolut. Ja. Weil eben gerade das Thema so im Raum stand. Ich weiß nicht, wer glücklicher ist. Kinder mit zerstrittenen Eltern, die halt wegen den Kindern zusammenbleiben, aber jeden Tag diese Energie wahrnehmen, schlussendlich. Nein. Oder Kinder, ja, mit Eltern, wo jedes Elternteil einfach glücklich ist. Ja. Und vier. Ja, genau. Und und gleichzeitig aber auch, wie Celine von ihrer Mama, und sie ist auch wieder verheiratet, und von ihrem Mann profitieren kann und gleichzeitig aber auch von mir profitieren kann und auch noch von Miriam profitieren kann. Also dieses Zusätzliche, was eben noch aufmacht. Also sie hat Entschuldigung. Und es ist natürlich ein Riesengeschenk für Celine. Ja, also in meinen Augen sind Patchwork-Kinder absolut bereichert, selbst wenn die Beziehungen nicht gut sind, weil sie ungeheuer viel Gelegenheit haben, im geschützten Raum nah an Menschen ranzukommen und zu lernen, intuitiv zu lernen, wie Menschen ticken. Ja. Also du hast halt nicht nur zwei Eltern, sondern du hast vier und
du wanderst am Wochenende hin und her und du erlebst einfach viel mehr. Ich meine, wir zwei wissen doch, Wissen kannst du aufs Klo nageln. Erfahrung macht's, ne? So. Und deswegen, du hast sicherlich auch viele Sachen in deiner ersten Beziehung schon gewusst und gefühlt, aber du hast sie nicht umgesetzt gekriegt. Da, weil ich vermute mal, das sehe ich auch bei den hier bei meinen Paaren, wir beschäftigen uns viel zu wenig mit uns selbst. Mhm. Wie war das bei dir? Wie viel, als du in deiner ersten Ehe und Kind kam und was weiß ich, keine Ahnung, ob auch noch Haus gebaut oder sowas, wie viel Zeit hast du gehabt oder wie viel Zeit hast du dir genommen, um dich mit dir zu beschäftigen? Ja, eigentlich relativ wenig Zeit. Es war, also außer Sport, ne? Der ja, genau. Genau. Eigentlich relativ wenig Zeit. Im Vergleich zu heute habe ich eigentlich damals ein Leben geführt, wo ich sagte, habe ich existiert auf dieser Welt, aber nicht wirklich das Leben gelebt. Und es hat sich angefühlt wie, es war ein Schwarz-Weiß-Film und heute habe ich ihn auf Farbe umgeschaltet, ja, das Leben. Und heute spüre ich das Leben auch ganz, ganz anders. Und es hat natürlich bei jedem Einzelnen einfach auch unterschiedliche Gründe. Ja, das ist, kann, es ist natürlich immer auch eine Beeinflussung in der Kindheit, was eben hier stattfand, in der Schule, was du erlebt hast. Es ist ein mangelnder Selbstwert, der dazu fügt. Es ist eine Angst getrieben sein, aus der Angst gewisse Dinge gemacht zu haben. Es ist aus dem Ego gelebtes Leben und das fühlt sich nie leicht an. Und die Quintessenz dessen ist dann, dass man wohl eher auch Handlungen macht, ich sag mal, die halt nicht lebensbejahend sind. Ja. Wie hast du da die Ehe deiner Eltern erlebt? Als sehr harmonisch. Meine Eltern, die sind jetzt 45 Jahre verheiratet und sind mir da ein sehr, sehr gutes Beispiel gelebt, wie harmonisch und liebevoll sie miteinander umgehen. Und das habe ich immer sehr bewundert, wie toll die das miteinander machen. Ich weiß, mein Papa war früher geschäftlich unterwegs und manchmal hat er mich mitgenommen, auch über Nacht mitgenommen. Und er hatte dann früher noch in diesen gelben Telefonzellen mit meiner Mama telefoniert. Da gab es halt eben noch kein Handy, dass man sich so untereinander ausgetauscht hat. Und die hatten am Abend telefoniert und irgendwie da immer eine halbe Stunde dann telefoniert, wie der Tag bei ihr war und bei ihm war. Und wenn sie sich verabschiedet haben, dann war da immer noch so ein "Ich lieb dich". Und das ging selbst nach 10 Jahren Ehe oder ne, immer noch irgendwie 5 Minuten lang dieser Prozess, bis sie sich dann verabschiedet haben. Und es war sehr, sehr schön anzuschauen. Und meine Eltern haben auch, ich sag mal, es vermieden, vor uns zu diskutieren oder auch zu streiten. Also ich habe sie nie wirklich streiten gesehen, dass ich sagen kann, wow, da hätte ich was mitbekommen, ja. Ja, weil, also da fange ich mit den Leuten eigentlich immer an, weil ganz, ganz oft ist die Wurzel für das, was da passiert ist. Also das Problem ist nicht das Problem, ne? Die Trennung ist gar nicht das Problem, sondern es, wie man damit umgeht und wo es herkam. Und Eltern können ja so viel anrichten, in positiver wie in negativer Weise. Ja. Und ich sage immer, es ist beides richtig. Weil solange du zwei Eltern hast und zum Beispiel einer positiv für dich jetzt gewirkt hat und einer eher so, also keiner ist ja dauernd positiv und dauernd negativ, aber wenn man beide Bilder hat, warst du ein Papakind oder ein Mamakind? Ich glaube eher ein Papakind. Ne? Weil dann hat man eine Seite, wo man näher andockt und eine, wo man nicht so den super Draht zu hat. Aber das ist doch wie Yin und Yang. Ich meine, wenn wir das die andere Seite nicht haben, können wir uns ja gar kein Bild machen. Dann ist das Bild falsch. Mhm. Du sagst es wunderbar. Und ich glaube, hier in dem Ganzen liegt die Lösung darin, wirklich selbst
oder ich sag mal, verantwortungsbewusst eben damit umzugehen oder wo ist das Geschenk in dem Ganzen, ja. Jetzt vorhin an meines Beispiels habe ich dir erzählt, dass genau diese Armut, die ich damals hatte, ja, was mich so verletzt hat, was die Quintessenz eben war, Celine nicht zu sehen, angetrieben, hier ist was entstanden, dass ich irgendwann mal mir gesagt habe, ich werde mal viel, viel mehr als die Masse haben, ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, können Kinder oder beziehungsweise dann Erwachsene auch für sich Entscheidungen treffen, was will ich übernehmen von meinen Eltern oder was will ich ganz und gar nicht machen. Ja? Wenn Kinder vielleicht früher geschlagen wurden, kommen sie aus dem heraus und können sagen, hey, entweder ich mag es weiter oder für sich eine Entscheidung treffen und sagen, hey, sowas würde ich nie machen. Ja? Und ich glaube, da darf man für sich ehrlich reflektieren, wo ist das Geschenk in dem Ganzen? Und vielleicht ist eben so ein Worst-Case-Szenario auch ein Geschenk für sich. Hey, und jetzt tue ich alles dafür, dass ich meinen Kindern eine harmonische Ehe vorlebe. Ja. Und das Tolle ist ja, dass man eben als Kind mischen kann. Ne? Mhm. Man kann sich das alles angucken bei den Eltern. Mal ist das besser, mal ist das besser. Und dann wird man halt im Optimalfall dann vereint man die besten Seiten der Eltern in sich. Ja, genau. Also ja. Das ist für mich der Sinn von Erziehung, nicht ziehen. Und ich glaube, ähnlich ist es ja dann auch mit den Partnern. Wenn du dann irgendwann Beziehungen hast, dann weißt du, was will ich in Zukunft und was werde ich nicht mehr akzeptieren in Zukunft. Richtig, weil ja. Es geht nicht um den anderen, es geht um dich. Ne? Deswegen sagte ich das mit dem Kennenlernen. Wenn ich Nein sage, muss ich nicht wundern, wenn er dauernd. Ne? Genau, ja. Wie ist es denn mit der Kommunikation beim Heiken so? Wie war es und wie ist es jetzt? Wie darf ich die Frage verstehen mit der Kommunikation im Sinne von? Also ich habe ein Vorurteil. Nein, ich habe kein Vorurteil, aber Männer sind ja eher im Allgemeinen nicht so die sprechende Spezies, sondern eher so die handelnde. Warst du das früher auch und hast du da was geändert? Also Kommunikation jetzt gerade auch in der Beziehung? Ja. Ich glaube, dass ich früher doch ein Mann war, der ja eher introvertiert war, im Geselligen extrovertiert, aber in der Beziehung doch sehr introvertiert habe, weil ich nicht gelernt habe, über Gefühle zu sprechen. Ich habe sehr viel mit mir ausgemacht. Ich war dann eher der sich zurückgezogen hat und vielleicht auch irgendwo den Fehler bei mir gesucht habe und eigentlich eher verschlossen war, was natürlich dann für eine Beziehung kontraproduktiv ist. Das habe ich dann im Laufe der Zeit verändert, dass ich gemerkt habe, dass eigentlich Selbstbewusstsein die Person ist oder ja, Selbstbewusstsein eher die Personen sind, die es sich auch erlauben, aus dieser Kraft heraus über eigene Schwächen zu reden, was einen beschäftigt, was einen traurig macht, was einen Angst macht, um diese Themen transformieren zu können in der Kommunikation. Ja, kann auch sein, über sexuelle Fantasien zu reden, ja, mit der Partnerin darüber zu reden. Also einfach diese offene Kommunikation über alles. Nein, das war ich nicht immer. Das finde ich so heilsam. Ich war gerade eben ganz weg, wie du das so schön erklärst, weil ich frage die Leute hier immer, gibt es irgendwas, was dein Partner nicht weiß, ob die 20 oder 30 Jahre verheiratet sind. Und ja, es gibt erstaunliche Antworten, sage ich nur. Ja, ich denke, diese Öffnung, da hat mir Miriam eben sehr geholfen. Miriam hat mir einfach dieses Gefühl gegeben, dieses Vertrauen von Anfang an gegeben, dass ich mich bei ihr mit allem öffnen kann. Und sie halt damals als bewusste Frau schon sehr weit war im Sinne von, dass sie nichts bewertet aufgrund dessen, was in der Vergangenheit war. Ja. Ich kann mich erinnern, als ich am Anfang nach der Trennung von meiner Frau
Beziehungen wieder eingegangen bin, dass ich lange gebraucht habe, am Anfang überhaupt sagen zu können, dass ich schon getrennt bin und dass auch noch eine Tochter da ist, weil es könnte ja sein, dass sie mich bewertet und aufgrund dessen ich gar nicht erst in eine Beziehung reinkomme. Also ne, solche Geschichten praktisch im Endeffekt habe ich erlebt oder beziehungsweise es war so, dass ich mich nicht geöffnet habe und das ist natürlich dann immer kontraproduktiv. Genau. Wenn wir beim Thema Kommunikation sind, ja. Da habe ich noch einen tollen Aufhänger. Da. Wie macht ihr das denn jetzt so mit Celine und damit die eben, ja, keine Ahnung, wie sieht Erziehung in Anführungsstrichen bei euch aus? Also, wie Erziehung bei uns ausschaut, ist, dass wir uns authentisch zeigen. Also Erziehung im Sinne von, dass wir offen über Gefühle reden, also da auch keine Bewertung haben, dass wir in der Ehe, wie aber auch mit unseren Kindern, Kindern den Raum geben, auch Gefühle zuzulassen. Ja? Wenn Anna mal aus irgendeinem Grund einen Wutausbruch hat, dann wird sie nicht abgestellt, weil sie darf es transformieren, sondern sie darf es ausleben, ihren Wutausbruch. Ja? Es ist für uns einfach ganz, ganz wichtig, dass genau das gelebt wird. Und ich glaube, was zweitens, also dass nicht nur das Gefühle gelebt werden dürfen, noch sehr, sehr wichtig ist, was für uns sehr, sehr gut funktioniert, sind weniger Anweisungen bei unseren Kindern so, hey, mach dies nicht, mach jenes nicht und so weiter, sondern es geht eher so dieses Vorleben, ja. Wir leben dieses Danke bitte vor. Miriam und ich leben einfach die offene Kommunikation vor unseren Kindern, ohne irgendwie Anweisungen zu geben. Und Kinder übernehmen das. Ja? Ich brauche nicht jeden Tag sagen, mach dies so, mach dies so. Ja? Wenn ich meine Jacke in den Flur schmeiße, wenn ich heimkomme, wird es das Kind übernehmen. Wenn das Kind sieht, dass ich jedes Mal meine Jacke hier reinhänge an den Kleiderständer, wird es das Kind auch übernehmen. Sondern es geht mehr darum, weniger Anweisungen zu geben als Eltern, sondern vorleben. Ich finde das super schön. Charlie und Martina Lechner hatte ich mal gemeinsam interviewt. Und die haben gesagt, die haben 4 Töchter, mittlerweile alle groß. Die haben gesagt, also wir erziehen unsere Kinder nicht, das wäre ja völlig blöd. Wir begleiten die und lernen von denen. Sehr, sehr schön. Ja. Und das fand ich so toll. Wunderbar. Das geht ja in die gleiche Kerbe. Ja, tatsächlich ist es ja so, ich meine, wir haben doch alles in uns. Die dürfen ja nur, ich war mal bei meinem Kind, meine Erziehung nicht so gut fand oder so und dann mal so über die Stränge und so und da war ich alleinerziehend in dieser Zeit und bin dann mal zum Psychologen gegangen, weil ich dachte, mit dem Kind ist was nicht in Ordnung und Psychologe hat gesagt, Sie kommen dann bitte noch 6-mal wieder, mit dem Kind ist alles in Ordnung, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das war dann einfach so, dass ich überfordert war mit der Situation, rechts und links eine Leine von dem Kind zu spannen, wofür eben normalerweise 2 Elternteile da sind. Wenn du aber dann eine beruflich agile Mutter hast, die dann diese 2 Leinen spannen soll, dann klappt das schon mal nicht. Absolut, so schön. Ja, und ich glaube, da fängt es ja auch an. Deswegen ist ja natürlich so eine Entwicklung zur höchsten Version von dem, wer wir selbst sind, je mehr mir da als Eltern vorausgehen, ich als Papa vorausgehe, ich glaube, desto mehr löse ich auch gleich für mein Kind mit. Und wir machen es nicht nur für uns, sondern wir machen es ja für meine Frau, für die Kinder, für die Menschen da draußen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wertvoll. Ja. Ja. Ganz toll. Manche Fragen versanden bei dir, weil ihr das alles könnt. Das ist schön. Es ist schön, sich mit dir auszutauschen. Danke. Ich habe oft mit der Situation zu tun, dass Kinder aus dem Papa-Wochenende zurückkommen und sagen, erzählen dann irgendetwas
und die im Mangel lebende Mutter, die immer noch einen Rochus auf ihn hat, obwohl es gibt ja gar keine Beziehung mehr, die nicht begriffen hat, dass es Paarebene und Elternebene gibt, macht dann dem Kind den Vater madig. Weil Eltern, woher weißt du, woher nimmst du dieses Wissen? Oder hat es dir Fasel, Silvia, komm mal zum Punkt. Ich spüre, was du meinst, ja. Das ist gut. Weil, wie geht man denn in der Trennung? Wie hast du das gemacht damals, wenn du dem Kind begegnet bist? Wie hast du über die Mutter gesprochen oder wie hast du dich da selber an die Leine genommen oder sowas? Ja. Mhm. Das ist in der Zeit dann immer besser und immer besser geworden. Am Anfang ist auch so ein mangelnder Selbstwert, Selbstliebe, dass vielleicht auch beide Elternteile mehr oder weniger so das Gefühl zu haben, ich ziehe dich wegen mehr so auf meiner Seite, ja, um ihren eigenen Selbstwert, sag ich mal, aufzufüllen durch das Kind. Es war eigentlich relativ soft, möchte ich mal sagen. Und gleichzeitig haben wir erkannt, dass da so eine Energie da ist zwischen meiner Ex-Frau und mir. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es bei vielen auch dann ist, gerade in solchen Phasen eben. Schlussendlich glaube ich, ist es wichtig, auf den Punkt zu kommen, was dient meinem Kind? Weil hier wird doch eine Erwartungshaltung an dem Kind ausgelöst, was ein Kind einfach nicht erfüllen kann. Ja. Und es ist eine große Last und eine große Bürde für das Kind. Also ist es dienlich für das Kind, dieses Spiel zu spielen oder eher nicht? Und ich glaube, bei so einer Trennung ist das Wichtigste, zu schauen, dass es für das Kind, was ist für das Kind am besten? Ja, und sich auch dementsprechend zu verhalten. Natürlich, warum sowas entsteht, ist natürlich auch, sage ich mal, ein mangelnder Selbstwert der Mama, ein mangelnder Selbstwert des Papas, was man dann mit der Liebe des Kindes auffüllen muss und man irgendwie wie das Kind zerreißt, um dieses eigene Vakuum zu füllen. Ja. Und das ist, ja, und allein diese Erkenntnis, und es ist auch sprichwörtlich, man zerreißt ein Kind diesbezüglich ist natürlich nicht dienlich. Und das haben wir verstanden. Deswegen haben wir Dinge, die jetzt sage ich mal, uns betreffen, nicht als Sprachrohr des Kind ausgenutzt oder benutzt, sondern haben die Dinge einfach persönlich miteinander ausgetauscht, wo es darum geht. Und ich glaube, Celine hat es mir mal gesagt, Papa, das Schlimmste für mich war, wenn du wegen mir oder irgendwas Streit mit der Mama, also mit ihrer Mama eben hattet, ging es um ein Wochenende, ne, auch wenn es belanglose Dinge sind. Und allein schon bei den belanglosen Dingen hat sie einen mega Schmerz verspürt. Ja? Ja. Wo ich oder wir dann aufgewacht sind, das dürfen wir lösen für uns, verändern und besser machen. Ja, also diese Ego-Kisten sind wirklich für die Kinder ganz, ganz furchtbar. Weil die ja genau wissen, dass sie aus zwei Hälften bestehen und du, wenn du dich streitest und über den anderen schlecht redest, dann redest du auch gleichzeitig über die eine Hälfte vom Kind schlecht. So empfindet das Kind das. Das ist eine Katastrophe. Und die Menschen wissen gar nicht, was sie tun. Ja, du sagst es so schön. Ich glaube, es wird total unterschätzt, welche Wirkung das auf das Kind hat. Absolut. Beziehungsunfähige Kinder werden das. Oder beziehungsunlustige. Ja, absolut. Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Ich würde jedem Paar raten, was eben in einer Patchwork-Family eben lebt, da sehr darauf zu achten, im Sinne des eigenen Kindes, weil ich glaube, jeder will das Beste für sein Kind. Ja, richtig. Mhm. So, jetzt kommen wir nochmal zum wahren Thema meines Podcasts und dann darfst du auch dich mit deinen Kindern beschäftigen. Wie triffst du Entscheidungen inzwischen? Was bist du für so ein Typ? Erzähl. Also Entscheidungen treffe ich sehr nach Gefühl. Ich bin so, ja, man hat früher schon gesagt, es gibt Bauchentscheidungen, ja, man spürt gewisse Dinge.
Und früher habe ich doch auf Verstandesebene gewisse Gefühle versucht, ich sag mal, zu analysieren auf Verstandesebene und habe dann eine Entscheidung getroffen und gleichwohl wusste ich, dass Verstandesebene Entscheidungen für mich doch nie die richtigen Entscheidungen waren. Also du sagst A und dein Bauchgefühl sagt eigentlich B und doch war B richtig. Nenn es Bauchgefühl, nenn es Impuls, je nachdem halt eben. Deswegen treffe ich Entscheidungen nach Impuls, nach Gefühl. Und ich glaube, es wurde dann leicht für mich, Entscheidungen im Leben zu treffen, als ich gar nicht versucht habe zu verstehen, was irgendwie dann der nächste Schritt und der nächste Schritt, sondern einfach so, jetzt ist die Entscheidung so, Impuls ist da, machen. Und ich fühle mich dann wie geführt. Und so habe ich ein relativ leichtes Leben. Ja, das denke ich auch. Also die ganze Leichtigkeit von, wo man so denkt, das kann doch nicht so einfach sein, die kommt von der Anbindung. Die Katrin Weißhäupl hatte die im letzten Workshop so schön gesagt, wir treffen überhaupt keine Entscheidung im Kopf. Ja, es geht... Wir begründen die mit dem Kopf dann. Ja, genau. Und ich glaube, auf Verstandesebene Entscheidungen zu treffen, hat einfach nicht diese Magie, weil der Verstand viel zu klein ist. Und es geht so darum, ein bedenkenloses Leben zu führen. Das geht nur, wenn du wirklich so über diesen Impuls deine Entscheidung triffst und dann dich fallen lässt und gehen kannst, ja. Das ist jetzt nicht mehr zu toppen. Ich höre mir ja immer meine Interviews nochmal an, aber das bedenkenlose Leben finde ich also jetzt spitze. Ja, widerspricht so 90% von dem, was die Menschen da draußen in der Mehrheit denken. Und ja, ich wünsche mir... Aber so seid ihr halt, ne? Ihr seid ja auch anders als 99%. Ja, und Miriam und ich, wir freuen uns natürlich, wenn wir ein Beitrag sind für die Menschen, um vielleicht auch nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Leben zu führen oder ein Leben, wo man das Gefühl hat, zu existieren, sondern wir wünschen, dass wir mit Menschen in Berührung kommen, dass sie nicht erst erfahren, wenn sie wieder dort sind, wenn sie ihre Version von sich selbst verändert haben, sondern in diesem Leben noch erfahren, wer sie wirklich sind. Ja. Sehr, sehr toll, Heiko. Ich kann das... wir machen hier jetzt einfach einen Punkt. Ich finde das wunderbar, bin zutiefst dankbar, dass du das so... Ich brauche bei dir gar nicht sagen, dass du dich geöffnet hast, weil du bist so, glaube ich. Aber inzwischen dann. Gut. Inzwischen, ja. Ganz, 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 ganz vielen Dank. Ganz schöne Grüße. Und noch einen Tipp bitte für meine Community, obwohl das schon so viel war, aber vielleicht ist da noch irgendwas. Was möchtest du den Männern aus meiner Community sagen? Ich glaube, den Männern aus deiner Community möchte ich sagen, sie brauchen keine Angst haben. Sie brauchen keine Angst haben im Sinne von, ich muss mich hier stark zeigen. Sondern ich glaube, alles wird leichter, auch bei den Männern, wenn sie sich immer mehr öffnen, wenn sie sich verletzbarer zeigen, wenn sie sich mit all ihrem Schmerz zeigen, mit ihrer Lebensfreude zeigen, also sich zeigen, wer sie diesen Mut haben, sich zeigen, wer sie wirklich sind. Und sie werden merken, dass das einfach eine Riesenerfüllung in allen Bereichen in ihrem Leben wird und vieles, vieles leichter in ihrem Leben wird. Ich glaube, dann endet eine Zeit des Leidens. Also Heiko, großes Kompliment, Anerkennung oder was auch immer. Ich denke, du hast eine Riesenarbeit geleistet mit dir. Ganz, ganz toll. Vielen Dank und danke, dass ich bei dir sein durfte. Vielen, vielen Dank, hat mir mega Freude bereitet. Okay, dann schneide ich jetzt mal die Öffentlichkeit ab und gehe mit dem Heiko ins Separé. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Du hast das letzte Wort, Heiko. Auch dir Dankeschön nochmal, dass du mir diesen Raum gegeben hast. Vielen, vielen Dank.